Der ESO-Chef Jürgen Lindner überraschte uns: Modellbahner auf der Intermodellbau 2023, der weltgrößten Messe für Modellbau und Modellsport in Dortmund, mit einem wahren Feuerwerk an neuen Farbvarianten von Class 66 in Nenngröße H0. Ja, und damit erstmal ein herzliches Willkommen, liebe Freunde aus nah und fern, bei Xtreme24, Ihrer Einkaufswelt von Modellbahnen und Zubehör. Ich habe mir also aus der großen Neuheitenkiste von ESO eine Class 66 herausgesucht und die möchte ich Ihnen einfach näher vorstellen. Ja, und diese Vorstellung ist für mich heute auch eine kleine Premiere. Ich werde Ihnen ab sofort die Neuheiten der Hersteller in Form eines spannenden Lok- oder Techniktests präsentieren. Und ich habe deshalb die Lokpräsentation für Sie in 6 übersichtliche Rubriken eingeteilt. Wir fangen also mit dem klassischen Unboxing an. Nach dem Unboxing sage ich kurz was zu den Testbedingungen. Dann setzen wir das Modell auf unser Testmodul für den Zugkrafttest. Anschließend stelle ich Ihnen einige ausgewählte digitale Funktionen vor. Tja, und dann dürfen die Loks zeigen, was sie so drauf haben beim Geschwindigkeitstest und beim anschließenden Praxiseinsatz auf der Anlage. So, genug der Vorrede, fangen wir an. Ausgesucht habe ich mir die Class 66 mit der Artikelnummer 31363, der Crossrail in Verkehrsrot, eine Epoche 6 Lok, und sie gibt den Zustand um 2014 wieder. Dann wollen wir mal die Lok aus der Verpackung befreien. Sie kommt in der typischen ESO-Look-Verpackung, möchte ich mal sagen, daher. Ein ganz typischer Erkennungswert. Wie sieht es also aus? Zuerst muss die Lok von einem Kunststoff oder aus einem Kunststoffschuber befreit werden. Und dann habe ich die Verpackung schon vor mir. Hier sind also entsprechend nützliche Informationen drauf. Auch die Artikelnummer, ja, die Artikelnummer, was für eine Lok sich handelt und so weiter und so weiter. Also alles diese typischen Infos, die Sie kennen. Ja, beim Aufmachen weiß ich, gibt es das eine oder andere Problemchen. Manche trauen sich nicht so richtig, diesen Laschen hier hochzuziehen. Also ich habe es mal probiert, ein bisschen herzhaft anfassen und schon geht es. Man greift also einfach hier drunter, zieht ganz kurz dran und man hat schon diesen Laschen offen. So, jetzt kann ich die Lok hier aus dieser Verpackung befreien. So, und schon steht sie also oder liegt sie vor mir, das gute Stück. Ich drehe das mal rum. So, hier ist sie also drin. Oben nochmal entsprechend abgedeckt mit einer Schaumstoffhülle. Und die muss ich also entsprechend entfernen. Und dann kann ich eigentlich erst auf diese Lok zugreifen. Denn die Lok ist in einem sehr praktischen Gestell, Kunststoffgestell oder auf einem Kunststoffgestell, muss ich ja sagen, befestigt. So, und dann kann man die ganz bequem rausnehmen und sie schon mal in aller Ruhe von allen Seiten betrachten. Ja, dann gibt es natürlich noch Inhalt hier in dieser Verpackung. Es ist noch eine ausführliche Bedienungsanleitung dabei, einschließlich der Infos über Vorbild und so weiter. Das können Sie sich dann in Ruhe durchlesen, aber die meisten, die sich für diese Lok interessieren, kennen die Vorbildfunktion ohnehin. Und dann natürlich dabei dieses klassische Zubehörtütchen
mit Zurüstteilen, Luftschläuchen etc. pp. Eine Kupplung ist auch dabei. Dann ist dieser Montagegriff für die Entfernung des Schleifers, weil die Lok wird ja als Dreileiterlok ausgeliefert, also die Zweileiterfahrer müssen dann mit Hilfe dieser Zange diesen Schleifer entfernen. Das habe ich schon mal im Vorfeld für Sie gemacht. Hier ist nochmal der Schleifer. So, den lege ich mal beiseite. Die Zurüstteile habe ich genannt. Dann ist natürlich auch die obligatorische Pipette dabei zum Befüllen des Tanks für die Rauchfunktionen. Und da ich ja auch schon Ihnen gesagt habe, dass ich das also schon befreit habe, die Lok von dem Schleifer, muss natürlich unter der Lok dann auch entsprechend von AC auf DC umgestellt werden. Aber das wissen Sie ja bereits. Und dann ist natürlich ein kleiner Imbusschlüssel dabei. Tolle Sache, denn die Lok kriege ich nur mit Hilfe dieses Imbusschlüssels von der restlichen Sicherheitsverpackung. Und dann muss man eigentlich nur noch entsprechend hier die Schraube lösen. So, zack. Dann kann man die Lok von der Sicherheitsverpackung, von dem Kunststoffhalter entsprechend befreien. Ja, und dann steht diese Lok schon völlig nacktig und jungfräulich vor uns. Wie schon erwähnt und wie ich Ihnen bereits gesagt habe, liebe Freunde, ist es also eine Class 66 mit der Artikelnummer 31363 der Crossrail in Verkehrsrot, eine Epoche 6 Lok und gibt auch den äußeren Zustand um 2014 wieder. So, wir fangen mal oben beim Dach an und da sehen wir schon, die Dachausrüstung entspricht dem Vorbild und ist auch perfekt nachgebildet. Besonders besticht auch hier das geätzte Dachgitter des Lüfters sowie die separat eingesetzte Abgasanlage, denn hier hängt ja dann auch der Tank dran. Die Bedruckung des Modells ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Die Drehgestelle sind übrigens mit vielen angesetzten Details originalgetreu wiedergegeben. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet und beide Drehgestelle haben auf je einer Achse diagonal angeordnet Haftreifen, die zur Erhöhung der Zugkraft beitragen. Außerdem sind viele extra angesetzte Teile vorhanden, wie Handläufe und Scheibenwischer und so weiter, die also im Endeffekt zum perfekten Gesamtandruck des Modells beitragen. Soweit das Unboxing dieser wunderschönen Class 66 von ESO, liebe Freunde, und den ersten äußerlichen Bewertung zu dieser Lok und wir kommen gleich zum nächsten Programmpunkt. Als erstes setze ich die Lok noch auf die Waage, denn das Gewicht dieser Maschine ist ja auch nicht ganz uninteressant. Oha, Donnerwetter, sie bringt 573 Gramm auf die Waage. So, das Messgerät zum Zugkrafttest habe ich also schon hier auf diesem Modul angebracht. So, jetzt nur noch die Lok und schon kann sie losziehen. Zum Losziehen habe ich einen kleinen Zughaken noch, den ich hier noch anbringen muss. Halt. So. Das Messgerät steht auf 0.
Okay. Ja, und dann kann es also schon losgehen. So, ich werde also recht langsam ziehen und wir können jetzt ganz nebenbei beobachten, wie diese Lok diese 1 Newton oder was auch immer dazwischen ist, bewältigt. Ich werde also hier mal langsam losfahren. Na, jetzt. Und Sie sehen, es bewegt sich. Und sie zieht und zieht und zieht. Unglaublich. Ups. Jetzt werde ich sie doch anhalten müssen, sonst zieht sie mir den Deckel hier hinten aus der Messskala raus. Holla die Waldfee, kann ich da nur sagen. Unsere Lok hat also locker die 1 Newton gezogen. Das sind also 102 Gramm rund, umgerechnet exakt sind es 101,936 Gramm. Um beispielsweise einen zweiachsigen Wagen in der Ebene in Bewegung zu setzen, ich hatte es ja schon mal gesagt, sind ca. 1,5 bis 2 Gramm nötig. Und diesen Wert habe ich ja schon mal ermittelt. Dabei ist kein fabrikneuer Wagen verwendet worden. Bei unserem Messergebnis also ist es theoretisch möglich, dass diese Class einen Zug mit 50 zweiachsigen Wagen ohne Probleme ziehen könnte. Eine Menge Holz. Ob Sie es dann auch praktisch zu Hause umsetzen können, liebe Freunde, steht dabei auf einem ganz anderen Blatt. Fazit: Zugkraft satt mit dieser Lok. Wie bei ESO üblich, wird an den digitalen Loks nicht an Ausstattungen gespart, also Vollausstattung. Insgesamt sind 30 verschiedene digitalen Funktionen verfügbar. Die sind allerdings zentralenabhängig. Dank Railcom müssen Sie diese nicht mühsam einzeln einprogrammieren, denn das macht die Lok ja selbst. Die Lok ist mit dem neuen ESO Loxon 5 ausgerüstet. Und diese übernimmt sämtliche Steuerung der Fahr- und Sonderfunktionen. Einige ausgewählte Funktionen möchte ich Ihnen deshalb als nächstes demonstrieren. Und dann fangen wir mit F0 an. Da wird die fahrtrichtungsabhängige Lichtfunktion geschalten. Die nächste spannende Funktion ist F1, der Sound. Und da halte ich jetzt wirklich ganz toll meine Klappe, denn das ist einmalig, wenn dieser Zweitakt-Diesel dann nach der Vorschmiederung anspringt und sozusagen losbrüllt. Wow, das nenne ich mal einen unglaublichen Sound. Ich würde sagen, die Lok ist eine Augenweide und der laufende Diesel eine Ohrenweide. Und das möchte ich Ihnen gleich auch noch in einer kleinen Fahrdemonstration noch mitbringen. Mal sehen, es ist ja so geschalten, dass die Lok erst, wenn der Diesel hochgefahren ist, dann in Bewegung setzt. Also nicht gleich in Bewegung setzt und der Sound hochgefahren wird, sondern hier passiert genau das, was die Lok im Original macht. Und das machen wir gleich mal. Sehen? Erst wenn der Diesel hörbar hochgefahren ist, erst dann setzt sich diese Lok in Bewegung. Oh, das Ganze gleich nochmal andersrum. Thank you.
So, da ist ein Leerlauf rübergegangen und nun schalte ich den Sound aus. Wow, jetzt ist wieder Ruhe im Karton. So, zu diesen Soundfunktionen muss ich natürlich noch ein bisschen was sagen, denn ich hatte ja gerade angedeutet, dass also 30 digitale Funktionen abrufbar sind. Nochmal der Hinweis, hängt von Ihrer Zentrale ab. Ältere Zentralen schaffen maximal 28 Funktionen. Das ist natürlich dann schade, da geht ein bisschen was verloren. Aber bei den Soundfunktionen, bei den Fahrfunktionen, wird darauf hingewiesen, zum Beispiel, dass man mit F22 Dieselfahrstufe aufmachen kann. Das heißt also, die Fahrstufenlogik setzt dann ein. Das heißt also, sie schaltet entsprechend drehzahlabhängig nach oben. Und das nenne ich mal eine ganz tolle Sache. Mit F23 die Fahrstufen wieder runterschalten. Und mit F24 wird zum Beispiel die Dieselfahrstufenlogik ein- oder ausgeschalten. Das nenne ich mal eine ganz tolle Sache, die hier noch zusätzlich als Feature, als technisches Feature und als auch für die Ohren als Ohrenschmaus-Feature wunderbar geeignet ist. Also muss ich sagen, Hut ab. Aufgrund der Kürze der Strecke hier kann ich Ihnen das leider nicht vorführen, aber Sie sollten wissen, dass man da also, was den Sound betrifft, noch einige tolle Bediendinge dabei hat. Ja, F2, Horn hoch. Ja, Horn muss auch sein. Aha, klingt schon mal ganz gut. Und mit F4 schalte ich das Führerstandslicht ein oder aus. Das ist ja fahrtrichtungsabhängig geschalten. So muss ich das machen. So sehen Sie das also, dass das Führerstandslicht ein- oder ausgeschalten wird. Ja, was haben wir noch? Zum Beispiel mit F11 eine Bahnsteigansage. Klar, das gehört dazu, muss also sein. Also eine Bahnsteigansage. Was hatte ich gesagt? F11. Jawohl, muss ich gucken. Hier. So, der Zug fährt durch, der ist durch. Ja, und was natürlich bei ESO oder ESO hatte ja schon bei Zeiten mit diesem Feature angefangen, die Führerpultbeleuchtung. Ist das nicht herrlich? Mit F14 schalte ich die Führerpultbeleuchtung ein oder aus. Das ist immer vor allen Dingen im Nachtbetrieb ein Hingucker. So, was haben wir noch? Wir haben mit F28 zum Beispiel Rangierfunk 1. Sie können insgesamt mit dem Rangierfunk drei Situationen abfordern. Einmal das, was ich Ihnen jetzt vorspielen werde mit Rangierfunk 1. Dann gibt es noch einen Rangierfunk 2 und mit Rangierfunk 3 zum Beispiel wird der Rangierabstand angesagt. Also wir machen jetzt mal als Beispiel mit F28 Rangierfunk 1. Lok mit drei Wagen des 3112 von Gleis 2 nach Gleis 101. Jawohl, hab verstanden. Ja. Wir haben verstanden. Also, es macht Spaß, diese digitalen Funktionen abzurufen. Wie gesagt, 30 sind insgesamt stehen zur Verfügung. Und diese Beispiele sollen also genügen, dass Sie also auch hier mit viel Spielspaß bei dieser Lok rechnen können. Und jetzt wollen wir die Geschwindigkeit unserer Class testen. Wie bereits angesprochen, ermitteln wir die langsamste, mittlere und Höchstgeschwindigkeit. Die Lok steht auf der Teststrecke. Der Computer ist eingeschaltet und bereit zur Messung. Und es geht los.
Mit der Fahrstufe 1 setzt sich unsere Lok in Bewegung. Wir haben jetzt mal das Testen etwas abgekürzt, das heißt also, die 2 Meter Teststrecke, die sie durchfahren müsste, würde jetzt etwas zu lange dauern. Ich präsentiere Ihnen also jetzt erstmal das Ergebnis, so wie es auch vom Computer angezeigt ist. Also Fahrstufe 1 ist die Lok losmarschiert und mit 2,4 km/h ist die langsamst gemessene Geschwindigkeit. Das ist schon mal ein Wahnsinnswert, wenn man davon ausgeht, dass ein Fußgänger mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h gemessen wird. Also die langsame Fahreigenschaft dieser Lok ist unglaublich gut. So, weiter geht's dann mit der Fahrstufe 14, die mittlere Geschwindigkeit. Und da erreicht unsere Class eine Geschwindigkeit von 31,2 km/h in der Fahrstufe 14. Auch das ist ein sehr guter Wert. Und jetzt wird es mal so richtig spannend, denn jetzt wird die Höchstgeschwindigkeit ermittelt. Das Original dieser Maschine ist mit 120 km/h unterwegs als Höchstgeschwindigkeit. Was macht jetzt unser Testmodell mit der Fahrstufe 28? Ein prima Ergebnis, 126,5 km/h. Das ist eine Abweichung zum Original um 6,5 Stundenkilometer. Und ich finde, das zeigt, dass die ESO-Techniker diese Lok sauber eingestellt haben. Das kann man natürlich jetzt vernachlässigen, die 6,5 km/h, die sie schneller unterwegs ist. Wer es aber dann doch noch ganz genau wissen will, kann in der CV5 den Wert exakt auf 120 km/h ändern. Aber ich denke, das kann man bei diesem Wert wirklich vernachlässigen. Also auch hier müssen wir ESO bescheinigen, eine klasse eingestellte Lokomotive. Zum Schluss habe ich noch ein kleines Schmankerl für Sie parat. Ich setze jetzt die Lok aufs Gleis und mache den sogenannten Praxistest. Ja, 50 Wagen haben wir ermittelt, schafft sie theoretisch. Ich möchte das Ganze auf 36 zweiachsige Kesselwagen eingrenzen. Mehr hatte ich nicht, aber ich denke, das ist auch schon eine große Anzahl von Wagen, denn sind wir mal ehrlich, wie viele Modellbahner können überhaupt schon so lange Züge auf ihrer Anlage fahren? So, ein paar kleine Impressionen noch bei der Anfahrt dieser Lok. Das ist schon sehr beeindruckend. Jetzt können Sie nachzählen und habe zur Beweisführung noch einen Zahlencounter eingebaut, der die Anzahl der Wagen nochmal eindrucksvoll zeigt. Es ist wirklich eine ganze Menge Holz, was mit dieser Lok da bewegt werden kann. So, liebe Freunde, ich fasse das Ganze mal kurz zusammen. Das Modell bringt 574 Gramm auf die Waage, hat 30 digital schaltbare Funktionen, auch hier nochmal der Hinweis, ist zentralenabhängig, zieht rund 102 Gramm in der Ebene. Das entspricht ca. 50 zweiachsige Wagen, hat den Geschwindigkeitstest mit einer kleinen Abweichung von nur 6,5 km/h eigentlich mit Bravour bestanden, denn die 6,5 km/h kann man schon vernachlässigen. Die Class 66 von ESO ist ein technisch ausgereiftes und optisch perfekt nachgebildetes Modell,
das für viel Spielspaß auf Ihrer Anlage sorgt. Ein Hingucker sind die neuen Farbvarianten allemal. Das war sie nun, meine Premiere zur Modellpräsentation der ESO Class 66 mit der Artikelnummer 31363. Dieses Modell, wie auch alle anderen Farbvarianten, sind sofort lieferbar und freuen sich auf den Einsatz auf Ihrer Anlage. Ja, und wenn Sie keine Neuheiten mehr verpassen wollen, empfehle ich Ihnen auch unseren kostenlosen Newsletter, denn dann erfahren Sie stets als Erster, was wir Neues für Sie im Angebot haben. Über ein Like und Kommentar auf unseren Kanal freuen wir uns natürlich auch immer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Puttig. Tschüss.